How you doing, little one? I guess depends on what you don't like it. So, ein wunderschöner herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 18. Genau. Ja. Ich habe das Programm tatsächlich die ganze Nacht durchlaufen lassen. Primär, weil ich es vergessen hatte, gestern Abend zu schließen, weil ich hatte das Programm einfach minimiert gehabt und habe nicht mehr dran gedacht, dass es dann noch offen war, als ich ins Bett gegangen bin. Von daher hat die ganze Nacht durchgeklickert gehabt. Was aber auch einen Vorteil gehabt hat, natürlich, klar. Denn wir haben so es tatsächlich geschafft, die 1E15-Marke an Hero Souls zu brechen. Yay! Da ja die Combo entsprechend höher war. Da, 1,069E15. Also perfekt drüber. Klar, den Boss schaffen wir nicht. Wobei, wieso? Wieso hat er bereits 141 freigeschalten, wenn er beim Boss hängt? Das macht so absolut keinen Sinn. Ist ja auch egal. Gut, was wir jetzt direkt mal machen, ist Ascenden. Denn Transcenden, ich weiß nicht, können wir hier noch was reißen? Also beim Boss sowieso nicht. Naja, mal gucken. Würde nicht allzu viel bringen. Das heißt, wir ascenden direkt mal. So, bam. Und dann können wir eigentlich auch direkt transcenden. Wir haben zwar nur 43 statt 45, ne? Aber, naja, das geht schon. Das heißt, leck mich am Oktopus und wir machen ja. So, dann schicken wir euch mal hier direkt ins Rennen, damit das schon mal läuft. Beziehungsweise einschicken wir mal hier auf Sid. Und dann gucken wir mal, wie war das jetzt? Wir wollten genau, die bei dir auf Level 10. Das stockt schon wieder, was ist denn hier los? Liegt das echt daran, dass, sobald hier Instakill ist, hier auch die Webversion ineffektiv arbeitet? Hallo? Ich würde gerne. Was ist denn hier? Genau, so, die beide auf Level 5. Alter, was ist hier los? 1, 3, 4, 5. So. Und die restlichen 14 Hero Souls, die teilen wir jetzt auf die beiden unten auf Babus und Kronos. 1, 2, und dann haben wir noch 2 übrig. Was wir mit denen machen können, ich weiß es nicht. Boah, keine Ahnung. Könnten wir hier ein paar Dyrus geben, aber lasse ich einfach mal, dann heben wir uns die beide mal auf, ne? Für später irgendwann mal. So, jetzt haben wir zumindest schon mal hier, also, ich hoffe, dass das hier irgendwas bringt, vor allem bei Admin. Der hat ja nun mehr als das Doppelte. Ja, bei dem mal hier unten, das soll halt primär dafür sorgen, dass eine Ascension länger gehen kann, weil wir nicht so schnell bei dem Boss hängen bleiben. So, und wir haben jetzt tatsächlich schon statt 2,22 haben wir 2,53. Der Anstieg ist jetzt nicht so riesig überwältigend, aber was genau? Es ist halt immerhin mehr. Also jetzt zwar schon. So, du kannst mal weg. Da kommen wir mal hier die Upgrades. Direkt mehr Klickschaden, ist doch geil, ja? Ja.
Und dann würde ich mal sagen, prüfen wir mal schnell die erste Session durch. Dauert ja nicht so lange. Wir haben ja halt unseren schönen DPS-Boost. Und sobald dies geschafft ist, wie gesagt, ne, die erste Ascension wird wieder eine ganz, ganz kurze Ascension. Mal gucken. Genau. Genau, 1E15 haben wir erreicht. Das heißt, wir versuchen jetzt diese Transcension dann bis 1E30 zu bekommen, Mindestens. Wenn wir natürlich am Ende merken, okay, es wird wieder kritischer, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, versuchen bis mindestens 100, bis 1E30 zu kommen und naja, wenn es bis dahin gut läuft, können wir auch noch versuchen weiterzumachen. Mal gucken. Machen wir hier 25 Level. Nächste schaffe ich auch gleich. Komm. Perfekt. Na, Halleluja, geht doch. So, dann machen wir mal. Dam, 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 dam. Dankeschön. Du auch noch direkt. Jo. Tja, die Engines müssen wir uns natürlich auch wieder alle neu kaufen. Aber diesmal werde ich tatsächlich. Siehst du, kann ich eigentlich nochmal zwei hierfür opfern? Also ein, ist ja. Weil tatsächlich will ich versuchen, auch ein bisschen in den Idle zu gehen. Wie viel das bringt, ob das überhaupt was bringt, weiß ich noch nicht so genau. Ach was. Diese Transcension noch nicht. Mal gucken. Jetzt bei der Transcension werden wir hoffentlich wieder ein paar mehr Hero Souls bekommen. Engine Souls. Das heißt, spätestens in der nächsten Transcension wechseln wir dann auch auf ein Hybrid-Build. Dass wir auch hier Dinge ein bisschen hochleveln. Da hoffe ich mal, dass wir so mindestens dennoch. Also. Ich würde den hier schon gerne auf Level 10 hieven können mit einmal. Es ist aber halt schweineteuer. Das heißt, versuchen mindestens ihn auch auf Level 6 zu hieven, genauso wie ihn hier. Joa. Da bräuchten wir aber. Oh, jetzt muss ich lügen. 38 oder 28? Bin ich jetzt blöd? Doch, 28 Hero Souls brauchen wir. Also Ancient Souls, Mann. Das heißt, wie gesagt, da warte ich noch ein bisschen. Und wie gesagt, sobald wir halt 28 Ancient Souls haben und den damit mit einmal auf Ebene 6 hieven können, lohnt es sich dann auch wirklich auf ihn zu setzen. Genau. Dann wird's heftig. So. 25, 25. Dann können wir hier schon mal wieder mit 100er nachziehen. Und kaufen. Oha, wir hängen schon direkt beim ersten Boss hier. Was ist denn, also, Quatsch, beim ersten Boss. Also bei Level 40. Werden wir schon merklich langsamer. Na, schau mal einer, guck. So. Bevor ich das vergesse, wir können ja hier. Ach so, siehst du, wir haben noch gar keine Quick Ascension gemacht. Upsala. Oh, das ist auch egal. Get Hacking. Was? Was wir noch machen müssen natürlich, ist hier. Achso, können wir hier gar nicht machen, weil wir hier noch keine Söldner haben. Ah, Quatsch, noch keinen Clan haben. Schade, ich wollte gerade bei meinem Tablet wieder den nächsten Boss besiegen. Also kann ich das sowieso machen. Den nächsten Boss besiegen, damit wir uns deren Ancient Souls. Mann, Alter. Wenn ich Hero Souls sagen möchte, sage ich Ancient Souls. Und andersrum, leg mich am Arsch. Damit wir uns die Hero Souls holen können. Dann machen wir vielleicht mal doch eher eine Quick Ascension.
Wobei andererseits, wie gesagt, mittlerweile die ersten Ascensions gehen ja auch relativ schnell. Das lohnt sich jetzt hier nicht dafür 50 Rubine auszugeben. Das macht wahrscheinlich eher weniger Sinn. Da warten wir lieber mal. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier den Boss zu besiegen. Das heißt, spätestens in der nächsten Ascension kriegen wir dann auch den Clan. Wobei den Clan kriegen wir, glaube ich, sogar in dieser Ascension. Kriegen wir den Clan vor Level 100 oder nach Level 100? Ein Fisch. That's a good question. So, ja, blicken Sie weg, blicken Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, mir ist für ein Söldner gestorben. Apropos, beim Söldner habe ich auch noch gar nicht vorbeigeguckt. Hupsala. Alter, was läuft hier gerade? Da ist ja Action pur hier. So, Bossfight. Und let's today fight. Oracle, 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 Oracle. Ja, ist ja gut. So, hier können wir mittlerweile ein bisschen was holen. So und so. Lalalala. 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 Ja. Wer kommt zuerst? Na gut, bringt aber nicht so, bringt aber nicht so viel. Dann machen wir doch erstmal das da. So, easy. Ah, okay, wir haben doch den Clan. Sehr schön. Cool, da muss ich dann doch was. Collect Reward. Ja. Kommen wir nach Hause. Hier ist nichts zu sehen. Gestern haben wir gekämpft. Dann kannst du wieder weggehen. Noch ein paar Levelchen auf Xavira. Die geht immer viral. So. Sehr schön. Der gucken wir mal. Refresh. Today. 4. Ha, wir könnten das ja auch mal aufheben. Mal gucken, ob das in der nächsten Session tatsächlich mehr wird. Ich meine, wir können uns das, wir können hiermit sogar bis morgen warten, weil man kann ja auch den vom Vortag noch abholen. Okay, wir lassen das mal. Ganz ehrlich, wir lassen das mal. Wir versuchen mal so hier zu Potte zu kommen. Sollte aber hier oben noch mal ein paar Level holen, damit wir ein paar bisschen Grundstärke haben. Zum Beispiel Betty Clicker. Die gute Dame, die den Gesamtschaden erhöht. So. Dann einmal kaufen. Ja, man merkt schon, ohne hier diesen Jojo ist das tatsächlich schon ein bisschen langsamer. Trotz unserem 1000% DPS Boost merkt man schon, dass es nicht ganz so flott geht. Dann können wir natürlich einen Autoklick einfach hier drauflegen und quasi einfach zugucken. Hey. Geh lieber darauf, dass du mehr Sinn. So, Level 15. Oh, der hier hat noch keine 25. Bam. Boom. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, King Medea haben wir auch schon im Rennen. Okay. Hier zu viel gebracht, oder? Ist immer noch bei 4E12. Obwohl, okay, 4E12 ist mehr als 10-fache. Naja, okay. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Machen wir direkt den hier. So, schon sind wir Level 64, 65. Na, Halleluja. Das rockt ja hier quasi die Konzerthalle.
Oh, na gut, die können wir so auch gleich holen. Dann machen wir überall ein Level. Easy. Na gut, ich mache mal überall 5 Level. Dann können wir nachher immer mit 10 Level weiterziehen. So. Erstmal ein bisschen Käffchen hier. Schöner frischer Kaffee. Bevor er kalt wird. Das tut gut. Okay, genau. Die setzen wir dann wahrscheinlich auch dann gleich bald ein. Weil es wird tatsächlich relativ langsam gerade. Also, wie gesagt, man merkt tatsächlich die Abwesenheit des Jojos. Also hier, Jaggernaut. Tatsächlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Unterschied tatsächlich so krass ist. Weil, ganz ehrlich, ich meine, am Anfang schaffen wir. Obwohl, wir kaufen ja meistens gleich 2 Level. Ah, das ist dann tatsächlich doch schon. Ich meine, innerhalb von einer Century dauert ja meistens so 5 Minuten. Das heißt, wir würden ja gerade mal auf Level 10.000 bekommen. Also, wir kriegen meistens gerade mal eine Kombo von 10.000. Aber eben, eine Kombo von 10.000 heißt bereits ein Zuwachs von 200%. Also. Das macht sich dann tatsächlich scheiße. Doch bemerkbarer als ich dachte. Läuft. Ein Fisch. So, wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt würden wir auch immer noch nur 7 bekommen. Ah, vielleicht haben wir Arme noch. Dann macht Ali Hopp und dann sind wir weg. Dissipiert. So, du kommst bitte rein hier. Dankeschön. Gold ist immer ganz gut. Und du machst leider nur Eigenschaden. Schade. Ach, schade. Und was wir aber mal tun können, ist mal wieder hier ein paar hunderter Level nachkaufen. Damit wir mal ein paar höher liegende Skills bekommen oder Upgrades bekommen. Wie zum Beispiel das hier, was auch immer das jetzt gerade bringt. Da ist gerade sowieso gar nichts. Machen wir hier ein bisschen so. Wups, da wups. Aha, und schon geht es wieder ein bisschen schneller. Sehr schön, sehr schön. Ach, schau mal, Anne, siehst du, es geht doch. Es ist doch gar nicht mal so schwer hier. Wir müssen es mindestens bis Level 105 oder 110 schaffen. Weil Level 100, der erste Primal Boss, der bringt ja leider keine Engines, also kein Primal Reward. Der 100er Boss ist da leider ein bisschen eine Ausnahme. Verstehe ich persönlich gar nicht warum, aber ist halt so. Aber ab dem nächsten Primal Boss hat man dann immer gleich den kompletten Transcension Boost. Also diesen Primal Reward und ja, hat man dann gleich mehrere tausend Hero Souls mit einmal. Was natürlich geil ist. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja, hier ist wieder eine Stufe drin. Jetzt wird es teurer. Obwohl, eigentlich gar nicht so sehr. Nee, falsch, wir konnten die uns bereits leisten. Was laber ich? So, mal gucken. Der und der. Alles nur. Ah ne, Gesamtschaden. Klickschaden meine ich doch. Und hier auch wieder unser Klicker. Sehr geil. Ah ne, ist er hier. Armen. King Medias. Der Typ für Gold. Der Klickschaden macht, ist er hier. Kriegen wir den auch schon noch gelevelt? Ah, noch nicht ganz. Ah, 2,48. Komm, das schaffst du doch. Ich baue hier 1 und 2 rein. So, jetzt haben wir hier Klickschaden. Klickschaden. Na okay, gut. Ein Upgrade immerhin. Das macht den Unterschied schlechthin. Das ist hier quasi der Unterschiedmaker. So, das machen wir mal direkt auf Level 25 hier. Bam. Und schon geht's ab. Easy. Dann machen wir dich noch rein. Und dann haben wir es gleich geschafft.
Sie hat doch gar nicht so lange gedauert hier. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Eine kleine erfrischende Ascension. So, machen wir hier mal ein paar Level rein. Armenhaupt, den bin ich vielleicht mal nochmal 25. Den müssen wir später auf 150 bringen. So. Das funktioniert. Sehr schön. Danke, danke. Alles nur Eigenschaden. Ach, Dark Ritual. Gut, Dark Ritual. Ja, komm, ja, ich komme hier. Bam, so easy. Bringt ja zwar nicht so viel, aber. Siehst du hier, 0 Transcension Reward. Das ist halt so. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Aber der nächste Boss, wie gesagt, ab dem pfeffert es dann ordentlich rein. Von daher ist das nur die Frage, ob das schon bei 105 kommt oder erst bei 110. Ich meine, ist technisch gesehen auch egal. Die paar Sekunden Unterschied dazwischen ist jetzt. Na, siehst du, das war gerade kein Primal. Das heißt, der 110er wird wahrscheinlich ein Primal sein. So, gucken wir mal hier nochmal. Den müssen wir auf mindestens 250 bekommen, damit wir auch Ascent können. Ja, das hat 7590. Woo! Okay, dann können wir jetzt eigentlich direkt ascenden. Geht das jetzt eigentlich schon? Ach, siehst du, jetzt. Okay, okay. Können wir jetzt mal gucken, wie es hier aussieht mit Today's Weight? Ist immer noch auf 4. Okay. Das heißt, der Wert steigt scheinbar nicht so schnell an. Schade eigentlich. Oder kann es sein, dass der sich nach den tatsächlichen Heroes Holz richtet, also nach den Wert hier oben. Und da wir hier noch eine 0 haben, ist der noch aus dem Standardwert. Ist ja auch egal. Eigentlich können wir hier die Essenz noch ein bisschen durchziehen, ne? Ich meine, umso mehr Heroes Holz haben wir gleich, um zu knicknacken. Das würde aber bedeuten, die bei dir auf Level 25. Ihn hier noch ein bisschen hoch und dann kommt gleich Frostleaf ins Spiel. Weil das Witzige ist, ab Level 100 geht es immer relativ schnell. Man sieht, jetzt habe ich keine Skills, bin aber trotzdem extrem schnell. Ich weiß nicht warum, dass ab Level 100 schneller geht, weil so zwischen Level, na ich sag mal Level 40 und Level 100, so der Bereich dazwischen, da wird es extrem schnell, extrem langsam. Das gilt aber immer nur bis Level 100, ab da geht es dann wieder extrem schnell. Also, wahrscheinlich, weil die Abstufungen stärker wären zwischen den Monstern und damit auch deren Stärke zu was, also quasi deren Effizienz auch steigt. Keine Ahnung, siehst du, wenn wir uns hier gleich Frostleaf kaufen. Ja, und da sind wir sowieso über dem Berg. Dann können wir hier, da können wir hier noch ein paar, können wir hier noch zig Milliarden, Millionen, Billiarden Dings auf uns da machen. So. Genau, hier oben haben wir alles. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier nochmal 100er. Danke, danke, danke. 100er. Danke, danke, danke. Ne, lass mal. Leider sieht man hier immer nicht, welcher Skill der letzte war. Das wäre halt persönlich ein bisschen eine geile Information, dass hier ab und zu irgendwie mal stehen würde. Somit, okay, wenn du jetzt klickst, ne, weil teilweise, wenn du mehrere anklickst, dann weißt du nicht mehr, welcher war der letzte überhaupt. Und dann ist halt die Frage, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? Ja, geh mal weg hier, damit ich hier oben mal 100 Level kaufen kann. Hallo, danke. Ein Hurensohn. So, gut, dann haben wir alles hier oben soweit. Geilomato mit Tomato. Oh ja. Ach, guckt euch das an. Das ist doch ein Träumchen hier. Da kommt schon auf Level 75. Alter, wie viele
denn hier hochpleppert, ey? Ist ja. Komm, 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 komm. Los, gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir, danke. Ach, siehst du, wir haben auch unsere Söldner wieder. Was? Lol. Okay, das ist mir noch nie aufgefallen. Dass man tatsächlich nach einer Transcension erstmal ascenden muss, um doch wieder auf die Söldner zugreifen zu können. Ist mir noch nie aufgefallen. Witzig. Lol. Gut, gucken wir mal, ob sich jetzt jemand was geändert hat. Nee, immer noch 4. Tja, bin ich aber echt gespannt, ob sich der Wert dann tatsächlich nach einer, nach der ersten Ascension dann erhöht. Oder gar nicht erhöht. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Muss ja irgendwann mal höher werden. Und normalerweise richten sich hier alle Werte entweder nach dem aktuellen Schadenswert. Oder nach dem aktuellen Levelwert, also das hier. Aber wenn der hier immer noch auf dem Grundwert ist, dann scheint der sich tatsächlich auf die aktuellen, tatsächlich vorhandenen Hero-Soul zu richten. Was eigentlich ja unüblich ist, weil das macht sonst gar nichts. Aber gut, ich meine, es ist halt so. Kann man ja auch nichts dran ändern. Eigentlich könnten wir es mittlerweile doch mal ascenden, weil viel mehr bekommen wir eh nicht mehr hier, weil jetzt wird es, ne? Jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo er wieder träger wird. Und ganz ehrlich, 45.000 haben wir schon. Komm, wir machen mal hier. Vorher mal gucken, also jetzt würden wir bekommen, 4. Dann ascenden wir mal, bam, und wie viel würden wir jetzt bekommen? Ja, okay, das richtet sich also definitiv nach dem aktuellen Wert. Und ist echt verdammt wenig. Es ist ein Zehntel von dem, was wir bereits haben. Das ist. Es bringt tatsächlich eher gar nichts. Na gut, das heißt, den hier einzusammeln ist wirklich am effektivsten direkt nach einer Transcension. Weil nur dann bringt es was. Ansonsten kann man das Ding komplett wegwerfen. Gut zu wissen. Ich meine, jetzt haben wir es einmal durchprobiert. Für die nächste Transcension wissen wir es dann auf jeden Fall. Jetzt mit einem. Wie heißt das? Empirischen Beweis. Ist auch egal. Genau. Apfelmus und Baum. So, dann machen wir hier mal direkt wieder weiter und schicken einen hier rauf. Brauchen wir gar nicht. So, und dann können wir quasi unsere Dings da hier mal gucken, was wir hier haben. Ja, ja, nothing, nothing, nothing. Wow, doch, ein Rubin. Wow. Das ist alles so useless. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. So, okay. Vier komplett sinnfreie Sachen. Achso, wir haben noch einen fünften. Ah, 5%. Das ist alles so komplett sinnfrei. Warum macht man diese? Warum nicht einfach eine 8-Stunden-Mission für Rubine? Ich meine, da haben wir zumindest 50% Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Rubin bekommen. Ja, ist auch nichts, aber immerhin etwas. Aber das hier ist ja nichts von nichts. Das ist ja quasi noch weniger als nichts. That's Bullshit. Achso, siehst du, können wir hier. Summon Agent. Ja, eigentlich will ich. Alter, ich. Komm her damit. Wo ist denn unser Jojo? Oh, ey, also jetzt ist aber nur Mist hier. Komm her damit. Verarschen? Hallo, wo ist denn der Jojo? Ich will den Jojo haben. Sag mal. Also langsam, merkst du noch was? Sag mal. Nee, ne? Okay, Reroll. Reroll. Danke. Ein Hurensohn. So.
Ah gut, dann lassen wir den erstmal auf 10. Ja, jetzt haben wir mittlerweile alles auch noch drumherum. Haben wir den tatsächlich als. Alter, wir haben echt alles. Dann haben wir den wirklich jetzt gerade als letztes bekommen von den sinnvollen. Yay! Wow! Das ist schön. Okay, wir können gleich auf 100 setzen. Dann mache ich mal hier 99. Bam! 99, bam, kritischer Schaden. Ich meine, bringt uns noch nichts. Wir haben noch keinen kritischen Treffer. Bam, das bringt uns jetzt tatsächlich was. Ne? Merkt man auch, es geht direkt schneller. Die beiden oberen bringen halt erstmal am Anfang gar nichts, weil wir haben noch keine Guilds. Und wir haben noch keinen kritischen Schaden. Ne? Der ist am Anfang immer auf 0. Hier, Klickchance 0%. Das heißt, naja, wir brauchen erstmal ein paar Upgrades, damit der überhaupt seine Kraft entfalten kann. So, dann setzen wir den hier auch mal auf Level. Lass ich mal so. Den mache ich mal auch mal auf Level 8. So. Den auch auf. Gut, okay, das bringt jetzt noch gar nichts. Obwohl, drei Monster immerhin. Also. Oh, siehst du, jetzt haben wir schon nur noch 7. Das hat tatsächlich schon ein bisschen was gebracht. So, die hier unten. Das waren 15.000. Weißt du was? Ich mache die erstmal wieder auf Level 50. Einfach because I can. Und dann haben wir immerhin ein bisschen Goldboost. Verlieren aber noch nicht so viel hier an Agents, Hero Souls, weil. Ich meine, wir haben jetzt immerhin ne, also 23.000 hier, also leck mich am Arsch, aber es ist jetzt noch nicht die Welt. Also, ich denke mal, was ruhig hier gerade? So. Perf. Ach, eigentlich kann ich die Leiter auch so machen. So, scheiße. Boah, macht der hin, ey. Das gebe ich ja gar nicht. Danke. Lalalalala. Ah, hallo. Tja, da bin ich dann mal gespannt, wie sich jetzt hier unsere Transcension auswirkt. Hoffentlich natürlich zum Positiven, also auf jeden Fall zum Positiven, klar, aber die Frage ist halt, wie weit zum Positiven. Habe ich diese schon eingesammelt? Die habe ich noch nicht eingesammelt. Ich meine, aufheben bringt halt persönlich jetzt nicht viel, weil bis zur nächsten Transaction ist die hier auf jeden Fall verfallen. Ich meine, das von morgen, den morgigen Reward, den könnten wir tatsächlich aufheben, weil ich schätze mal so übermorgen die nächste Transaction klingt realistisch. Aber die heutige, die halt eher nicht so. Weil damit wir die heutige verwenden könnten, müssen wir morgen transcenden spätestens. Ach komm her damit, danke. Ein Hurensohn. Genau. Danke. Okay. Es driftet wieder in Sinnlosigkeit auch ab. Danke. Der Ganze geht ja hier voran, wie auf der Autobahn. Holy shit. So, hier oben haben wir alles. Sehr schön. Dann. Warum so teuer? Was ist denn hier schon wieder los? Ach ja, wir haben hier ein paar 5-Minuten-Quests gehabt. Get nothing. Was auch sonst? Ich meine, 3%, Alter. Ach so, scheiße, da. Bis da unten war eine etwas längere Rubin. Scheiße. Ich bin schon, ich hab schon eine solche Grundenttäuschung bei diesen Söldnern, dass ich mir die Mission mittlerweile gar nicht mehr angucke. Es ist einfach, ja, deren Sinnlosigkeit ist bei mir ins Fleisch und Blut übergegangen. Es ist mit meinem Unterbewusstsein verwurzelt. Was? Was war das gerade? Ich habe doch die Steuerungstaste gedrückt. Merkst du noch was? Ein Hurensohn? Dann machen wir hier Level 50. So. Easy.
Danke. Ach komm. So. Und wir sind schon wieder über Level 100. Yay! Tja, guck mal, Wakamaru. Bin ich mal gespannt, wie weit das jetzt was gebracht hat. Ich meine, wir haben jetzt bei ihm halt gerade mal in Anführungszeichen 50% gut gemacht. Also, pff. Mal schauen, wie viel das bringt. Ich meine, bei den ersten Level, bei den ersten paar hundert Leveln hatten wir ja sowieso nur noch zwei. Das heißt, da war er bereits effektiv. Bei den oberen Leveln, also bei Level 5000 zum Beispiel, da hatten wir irgendwie noch, da hatten wir auf einmal wieder 14 Monster. Das heißt dementsprechend, wir hätten normalerweise fast 24 gehabt. Also ungefähr 10 gut bekommen. Von diesen 10 wären es dann jetzt also 15 bei 50% mehr Effektivität. Das heißt, wir hätten da statt 15 Monster auf einmal noch so 10 Monster oder so. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ob sich das überhaupt irgendwie nennenswert auswirkt. Ja. Mal schauen. Oh, Frostleaf. Mal schauen, wenn er guckt. Du geiler Ficker, du. So, hier haben wir alles. Jo, dann machen wir hier noch den letzten Schritt. Und dann können wir wieder den Autoklicker auf Frostleaf setzen und ach scheiße, einer fehlt. Doch, geht doch, ja. Und da geht's ab. Buja, easy. So, danke, danke, danke und danke, danke. Easy. Yay, 16% Monstergold. Ja, obwohl, pro Klick, ne? Ich meine, das heißt, nach 4 Klicks haben wir bereits nur einmal Monstergold mehr, quasi. Ja gut, ich meine, bei Instakill, naja, erreichen wir eh keine 4 Klicks, da haben wir einen Klick und das war's, aber gut. Wir haben ein Relikt. Physical Metal Detector, 2% Gilded Damage, 2% Clickstorm. Das bringt alles nichts. Apropos, siehst du, wir könnten tatsächlich ein paar Guilds gilden. Das wären 5, das heißt 400 Hero Souls. Why not? Aber immerhin schon Boost, ne? Auf das 16-fache. Also. Das kann den gewissen Unterschied. Achso, ja klar, wir sind da gerade hier beim. Wir haben schon wieder Guilds. Das könnte tatsächlich jetzt den Unterschied schon machen. Yay. Eigentlich könnte ich das nächste Händchen jetzt gleich dranhängen. Einfach weil wir jetzt schon wieder in der Gewinnzone sind. Mal gucken. Vielleicht hat sich zwischen der Aufnahme und der nächsten Aufnahme nicht so viel Zeit vergehen. Wobei es ist jetzt halb 9 Uhr und von 10 Uhr bis 12 Uhr habe ich was zu tun. Das heißt, ich komme so oder so frühestens. Mal gucken, wann ich wieder zum Spielen komme. Also, ist auch egal. So, was soll ich gerade machen? Achso, ja. Nee, okay, ist eigentlich soweit in Ordnung. Komm, die Rest machen wir auch nochmal rauf hier. Bam, bam, bam. Oh, easy, easy. Was? Oh, komm jetzt. Das da. Danke. Oh, also ein Guild haben wir hier aber noch, oder? Dankeschön. Da haben wir hier genau 10 Guilds. Bei Frostleaf. Da sind wir alle glücklich. Können wir dann nach Hause gehen. So, dann würde ich mal sagen, sieht man sich dann später mal wieder, wenn es dann heißt, Knickknack.